Willkommen zurück, liebe Freunde. Der Captain spielt The Long Dark. Und was sehe ich hier? Locker. Die sind gelockt. Nein, habe ich die beim ersten. Don't feel so good. I don't feel so good. Oh, was ist denn los? Kalt, Hunger, Durst, Erschöpfung. Natürlich fühlst du dich nicht gut. Dir ist kalt, mein Freund. 2 Grad. Oh. Wir haben auch nichts, was wir irgendwie. Uns bleibt nichts anderes übrig, als hinauszugehen und weiterzusuchen, ob wir ein geeignetes Haus finden. Aber wie kommen wir an dem Wolf vorbei? Und wir müssen uns auch sputen, bevor es dunkel wird. Denn wir wollen auf keinen Fall eine Nacht hier draußen verbringen. Immer schön die Augen offen halten, wo der Wolf sein könnte. Vielleicht können wir ihn hier umgehen. Gut, hier spendet es uns ein bisschen Wärme. Normalerweise wird einem ja wärmer, wenn man sich viel bewegt, aber Mist, wir kommen hier nicht lang. Nein, wir kommen hier nicht lang. Blöde Idee. Und wenn wir hier jetzt runterfallen, dann werden wir uns ernsthaft verletzen. Also folgen wir unseren Spuren wieder zurück. 51. Oh, der Wolf. Der Wolf. Wie kommen wir da vorbei? Wie kommen wir in die Richtung, in die wir wollen? Ich weiß, dir ist kalt. Und es fängt an zu schneien. Bitte, bitte lass hier keinen Wolf sein. Unsere Condition, unser Zustand sinkt rapide. Scheiße, ich habe den Wolf nicht gesehen. Da ist er. Renn. Renn einfach. Renn. Renn so schnell du kannst. Oh, wir haben ihn abgehängt. Ja, er ist immer noch hinter uns her, aber wir sind schneller. Was natürlich total logisch ist. Aber komm, wir nehmen es einfach mal so hin. Wahrscheinlich hätte er uns auf dem anderen Schwierigkeitsgrad schon längst erwischt. Und der andere Schwierigkeitsgrad. Ja, vielleicht spiele ich den auch. Also, wenn es mich jetzt hier erwischt, ist das Experiment fürs Erste natürlich vorbei, aber später wird dann. Ja, wir haben ein Haus gefunden. Das Camp Office. Oh, hier ist doch bestimmt eine Workbench. Sehr schön. Ein First Aid Kit. Was haben wir hier? That'll come in handy. Nehme ich. Nehme ich. Okay, das war nur. Kann man auch gebrauchen.
42 Konditionen. Ein Ofen, sehr gut. Erstmal alles durchschauen. I could use this. Ich glaube, wir haben unsere Unterkunft für die Nacht gefunden. Kaffee, sehr gut. Nehmen wir auch mit. Oh, das ist ja ein Paradies hier. Was ist los? Was hast du? Warum geht's dir nicht so gut? Ist hier irgendwas, worauf ich achten müsste? Healthy. Nein, alles gut. Okay. Ihm ist nur kalt. Eine Flare kann man gebrauchen. Metal. Hier noch irgendwas. Ah, das ist ein Getränk neben die Kau neben den Sessel gestellt. Ah, ein Ofen direkt neben dem Bett. Das ist ja noch viel besser. Hope nobody needs this anymore. Socken. Nochmal Socken. Aber wir können ja leider immer nur ein paar anziehen. Ist nichts drin. Zeitung. Schmerztabletten, sehr gut. What have we here? Was Leckeres zu essen. So, sieht aus, als hätten wir alles, ne? In Ordnung, das heißt, wir machen uns jetzt erstmal ein Feuer und essen uns voll und schlafen dann. Gut, Streichhölzer, Tinderplug. Wenn wir schon Beschleuniger haben, dann benutzen wir ihn auch. So. Oh, erstmal schön nah ans Feuer ran. Erstmal aufwärmen. Oh, man spürt direkt, wie es einem wärmer wird. So. Wir könnten uns natürlich was Warmes zu essen machen. Können wir das mit dem... Sehr gut. Oh, es geht doch nichts über ein paar schöne, warme Bohnen. Sehr gut. Dazu eine schöne Soda. Sagt 12 Grad, obwohl wir so nah am Feuer sitzen. Water, portable.
könnten wir eigentlich... Ah, 2 Minuten, na, das wird nichts mehr. Mist. Unsafe Water. Ah. Das war jetzt blöd. Es ist 4 Uhr nachmittags. Schlafen wir jetzt ein bisschen? Bis Mitternacht? Ja. Aufpassen, dass wir nicht im Schlaf verhungern und verdursten. Sehr gut. Es ist stockfinster. Es ist stockenfinster. Wie viele Kalorien haben wir denn? Energiebar 500 gibt es. Oh, draußen geht ein Sturm. Hört ihr den Sturm? Erstmal müssen wir uns was zu trinken machen. So, und jetzt können wir das Wasser abkochen. Ah, Leute. Unsafe Water. Diesmal verzichten wir aber auf den Beschleuniger. Komm, geh an. Nein. Mist. Komm, bisschen Benzin dabei. Ich weiß, soll man nicht machen, aber jetzt machen wir es aber mal richtig hier. Ja, also geht doch. Habe ich gerade nur 0,1 Liter gekocht? Ist das denn wahr? Nee. Nee, alles gut. Alles gut. Haben wir jetzt gut trinkbares Wasser. Alles klar. Es ist dunkel hier im Haus. Das ist natürlich gefährlich. Wir könnten noch mal ein bisschen schlafen. Und zwar schlafen wir bis, ja, 6 Uhr. Okay. Okay, wir können wieder was erkennen. Draußen ist es schon hell. Sehr schön, sehr schön. Condition ist bei 100. Hunger und Durst haben wir. Weg damit. Wir brauchen mehr Schnee und Wasser. Hunger und Durst. Ja, damit kommen wir erstmal zurecht. Das war eine sehr schöne Unterkunft für die erste Nacht. Ich hoffe, wir haben keinen. Hier haben wir alles durchgeguckt, ne? Oh, draußen geht ein Sturm. Es pfeift durch alle Ritzen durch.
Ist irgendwo ein Wolf? Ich sehe keinen Wolf. Von hier sind wir gekommen. Dann kämpfen wir uns mal durch den Schneesturm weiter, ne? Es ist ein Abenteuer. Ja, wie lange können wir überleben? Ah, der Wind, der zieht an uns. Irgendwas drückt uns entgegen. Wir stapfen durch den hohen Schnee. Es ist nicht wirklich angenehm. Es wird einem richtig kalt, wenn man das so hört. Aber der Sonnenaufgang ist toll. Oh, was haben wir denn da? Ja, das hat schon was. Wir bewegen uns sehr langsam. Komm, halt durch, Junge, halt durch. Du schaffst es. Cold. Liegt das am Sturm, der uns entgegenbläst, dass wir uns so langsam bewegen? Und schon frieren wir wieder. Überleben. Halt durch, Junge. Eisenbahnwaggons. Dann ist da auch irgendwo eine Hütte. Hier muss am Bahnhof sein oder irgendwie sowas. Verladestation. Können natürlich. Uah! Nein, 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 nein. Lauf, lauf, lauf. Der Wolf ist direkt hinter uns. Lauf, lauf, Junge, lauf. Bitte lauf noch schneller. Der Wolf knurrt mir in den Nacken. Oh. Na komm. Halt durch. Halt durch. Lauf. Lauf, halt durch. Bitte halt durch. Lauf doch, Junge. Komm schon, auch wenn dir kalt ist, wenn es um dein Leben geht, dann solltest du aber ein bisschen mal einen Zahn zulegen. Lauf. Ich schaue mich nicht um. Ich schaue mich nicht um. Nein, 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 nein. Wir laufen einfach immer weiter, immer weiter. Ach, trotz unserer Todesangst genießen wir. Ach, die Sonne, herrlich. Wenn du uns doch nur wärmen würdest. Ich sehe nirgendwo eine Hütte. Hier ist keine Hütte, nichts. Lauf ich hier lang. Moment, da ist ein Schild. Wo ist der Wolf? Da hinten. Lauf. Lauf. Da. Ist das eine Hütte? Das sieht aus wie eine Hütte. Train Loading Area. Train Loading. Ich sehe keinen Train. Wo kann ich mich verstecken? Oh, ein Todesweh. Lauf, Junge. Ich sehe den Wolf nicht mehr. Hier muss doch irgendwo eine Hütte sein. Mensch.
ist eine Brücke. Die Zugbrücke. Die klappt gleich hoch. Ha, ha, ha. Hier ist nichts mehr. Oh, 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 oh. Komm schon. Da muss ich doch rein können. Der Damm. Wir haben wieder eine Unterkunft gefunden. Sehr schön. Sind wir alleine? Ich hoffe, hier sind keine Wölfe drin. Wenn irgendwo eine Tür offen steht, besteht nämlich die Gefahr, dass hier ein Wolf reinkommt. Aber das erfahren wir in der nächsten Folge.